Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Crust. Jetzt wollte ich Big Ambitions schon wieder sagen. Ich weiß nicht, was ich in letzter Zeit habe. Wir haben in der letzten Folge einen Vertrag mit SpaceX mit Malcolm Knight abgeschlossen. Beziehungsweise wir haben ihm mal unsere Unterstützung zugesagt, was wir hier sogar machen können in dem Fall. Das ist super. Und wir haben unsere erste große Antenne hier aufgebaut, mit der wir arbeiten. Gleichzeitig sind wir natürlich am Ausbauen unserer Produktion und haben jetzt hier die erste wirkliche Produktion für seltene Erden aufgestellt. Die Frage ist, kann ich hier mit Schlack auch was machen? Für was ist Schlack gut? Wir haben Tonnen an Schlack hier überall drin. Aber du musst doch irgendwas mit Schlack machen können, oder? Ah, jetzt gehen wir doch nicht mal auf den Sack die ganze... Hallo? Nein! Auf welche Ideen kommen denn die gerade? 120, 50. Kann ich gönnen. Ressourcen senden. So. So, Stück für Stück arbeiten wir hier uns jetzt durch. Das Gute ist halt, wir können jetzt mittlerweile oben die Oberflächenteile hier abbauen, die hier überall rumliegen. Das ist unser altes Netz, warte mal an Solar-Ex-Dinger noch. Das Problem ist jetzt, du musst jetzt wirklich so abbauen. Aber wir können mal die Fläche hier freimachen für zukünftige Probleme. Dann nochmal die hier entfernen, die großen Teile. Dann sollten wir auf jeden Fall auf unsere Kosten kommen, hoffe ich mal. Schau mal, hier ist ein bisschen was auf jeden Fall drin. Wenn wir die großen Teile abbauen, sollten wir auf jeden Fall noch mehr bekommen. Zur Forschung. Schau mal, wie viel wir jetzt wieder frei haben. Ein Landedock, eine Verladestelle für Verwahrung von Gütern. Geil, okay. Flugkontrollzone ermöglicht die Logistik im Orbit zu überwachen und Frachtkapseln zu senden sowie zu empfangen. Ausgestattet mit Ressourcenmanagement. Kraftstoff hätte ich gerne. Unit for Emerging Dark Areas, okay. Landedock, eine Verladestelle zur Verwahrung von Gütern, die für Schwerlastfahrzeuge angeführt werden. Sie ist mit Auslässen und Anschlüssen ausgestattet. Wir werden aber vielleicht erstmal den Schmelzofen-Upgrade noch gönnen. Damit es Stück für Stück hier durchläuft. Die Sache ist halt natürlich, dass die teilweise einfach nur bestimmte Sachen kosten. Ein interessanter Kontrakt hat von der Meta-Society gekommen. Sie requesten Materialien, um die Konstruktion der ersten floating City zu Leute. Nein, das könnt ihr euch selber gönnen. Director, don't forget to select contracts with a list available in the control center. Geh mir nicht auf den Sack. Ich schick den schon. Die kriegen von mir schon eine Lieferung. Objective achieved. Woo. Wann ist es der nächste Auftrag schon? Alter, so viel habe ich auch nicht. Ich weiß nicht mal, wie ich so viel produzieren soll, weil Regolith... Wie komme ich jetzt an mehr Regolith zum Beispiel? Warte mal, das Ding pumpt Regolith. Pumpt das auch Regolith? Die pumpen alle Regolith. Kann ich irgendwo nur reines Regolith pumpen? Weil die Sache ist, der braucht Regolith. Ganz, ganz viel. Ich würde mir gerne eine Regolith-Raffinerie... Ich hätte gerne einen Extractor. Ich würde halt gerne mehr daraus machen, bloß ich kann jetzt ja nicht anfangen. Zum Beispiel hier so unten das Silikon abzuarbeiten. Nur weil ich will, dass ich das... nutze.
Cells overlapping. Achso, weil ich hier das habe, oder? Hier kriege ich zum Beispiel 90% Iron raus. So, Problem ist, warum gibt es denn hier keine Multi-Regular-Verarbeitung? Schau mal hier. Silikon. Ah, kann ich mit Schlacke nicht was machen? Okay. Titanplatten, gut. Smart Concrete. Schlack und Silikonoxid. Was ist denn das da drauf? Silikonoxid. Cool. Das bedeutet, ich müsste jetzt die Anlage umbauen, weil ich habe hier unten Silikonoxid. Hier habe ich Eisen. Ah, vielleicht kann ich dann die Anlage nochmal ein bisschen neu bauen, ha? Huh? Wir probieren das jetzt mal. So, warte mal. Wir müssen aber erstmal die Stromkabel wahrscheinlich neu legen. Oder wir reißen einfach das Kabel hier zwischen raus. Warte mal. Lass mich zurück. Und das Kabel kommt raus, genau. Dann würde ich gerne... Gibt's hier gar nicht, dass hier so wenig Zellen sind, die overlapping sind. So, wir machen das jetzt hier so. Und dann kann ich hier rein theoretisch hier zum Beispiel zwei machen. Und dann hier eine Multi-Regolith. Einheit hinsetzen. Hier ein Zwischenlager einsetzen, oder? Warte mal. Wo ist denn das Lager schon wieder? Nein, wo ist es? Lager. Massenlager. Ein Ort, an den große Mengen an Materialien was gelagert werden kann. Kann für das wieder verwendet werden. So, guck an. Das machen wir jetzt so. Und dann nutzen wir das Förderband. Wo willst du hin? Förderband. So. Das wird dann alles da rein. Und dann schauen wir, was da passiert, wenn ich das jetzt so baue. Spannend ist natürlich, wenn ich anfangen kann, die ganzen Anlagen ein bisschen umzubauen. Dann kann ich zum Beispiel den da anschließen und dann geht alles durch dieses Regolith-System durch. Das wäre natürlich sehr spannend. Das Problem ist, ich habe jetzt zum Beispiel auch keinen Beton mehr, weil einfach leer. Deswegen, ich brauche eine Smart Concrete-Fabrik. Ich muss alles ein bisschen mehr automatisieren. Und wenn ich das alles durch so einen Kollegen hier durchballern kann, wäre das natürlich mega geil. Wenn ich den da auch zum Beispiel reinziehen kann und alles dadurch einfach geht. Wäre das super. Achso, Förderbänder, alles bauen natürlich. Warum kosten Förderbänder jetzt schon wieder Kohle? Sachen, die ich nicht unbedingt verstehe, oder? Was fehlt denn bei dir noch? Oh, Beton. Ja, das Beton-Thema ist jetzt natürlich leidig. Oh ja, ihr habt noch keine Connections. Sorry. So, okay. Jetzt kriegen die alle einen Stromanschluss. Du brauchst natürlich auch einen Stromanschluss. So. Ah, ich vergesse heute schon wieder die Hälfte. So. Jetzt fangen die an zu produzieren. Das trifft natürlich jetzt hier zusammen. In das Lager hier. Ressourcen auswählen. Regolith. Und das Lager wieder raus. Der kriegt jetzt Tonnen an Sachen und braucht mindestens 60 zum Verarbeiten, sagt er. Research complete.
Also zum Beispiel, er sagt auch wenig Titanoxid, dafür viel Silikon und alles. Und wenn ich ihm jetzt hier zum Beispiel dran setze, ich mache eine Produktion für Smart Concrete. Da muss ich jetzt natürlich wieder wissen, wo was rausgeht, weil... Also ein bisschen blöd, bestimmte Sachen sind blöd gemacht, weil ich sehe zum Beispiel auch nicht, was wo ist. Wo ist jetzt hier zum Beispiel an dem Ding was? Wo geht was an dem Ding jetzt zum Beispiel raus? Warum kriege ich darüber keine Info, wenn ich hier... Ah, Logistik. Die wollen mir alle gerade auf den Sack gehen, oder? Hallo, ich habe ganz andere Probleme gerade. Smart Production. Natürlich kommt ihr auch wieder inzwischen Lager. Warum auch nicht? So, Silikon. Alles bauen. Jetzt könnte ich das natürlich bis da vorne wieder zurückführen, weil... Ich müsste das ja bis da hochbringen. So, der hat natürlich jetzt auch wieder keinen Stromanschluss, deswegen müssen wir das hier wieder weiterführen. So. Und du nimmst jetzt Schlack. Gut. Okay. Der Freund kriegt jetzt die ganzen Sachen rein, Schlacke und alles. Und produziert uns. Aluminium, Eisen, du kannst halt alles hier durchlaufen lassen, ne? Research complete. Jetzt gerade bringst du das, glaube ich, alles ins... Wo bringst du das hin gerade? Warte mal. Ins Lager. Jetzt machen sie das Lager wieder voll. Wasting Science Points, weil ich gerade kein Orange verwende. Zum Beispiel könnte ich jetzt die Titanoxid-Sachen nach da drüben führen und dann führe ich den halt hier dran. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier, was ist das hier gewesen? Das sah mir nach Titanoxid aus in dem Fall zum Beispiel. Sag alles bauen, geht das hier raus. Dann bauen wir das Ganze hier um und sagen, ich mache jetzt zum Beispiel einen Förderband. Von hier nach hier. Setz hier mein Förderband dran. Und gehe von hier nach hier. Gut, dann kann ich das abbauen. Und schon spart man sich wieder ein Stück Teil. Hier sind auch wieder Tonnen an Ressourcen. Holy shit. Dann sollte man wahrscheinlich mal das auch upgraden. Beziehungsweise mindestens das Ding hier, weil das Ding muss ja geupgradet werden. So. Dann wird der wahrscheinlich auch langsam voll werden, obwohl der kommt gut hinterher mit der ganzen Situation. Und wird wahrscheinlich jetzt auch mehr Titanoxid dann in Zukunft produzieren, weil einfach höherwertiges Zeug drin ist, ne? Eisen genauso. Eisen muss ich auch noch produzieren dann hier.
Ich kann jetzt hier unten eine komplette neue Regolith-Refinery reinbauen. Hier, warte mal, das ist dann hier zum Beispiel Schmelzofen. Und ich setze das jetzt hier hin. Und sage jetzt in dem Fall zum Beispiel, ich mache hier eins und hier eins hin. Baue dann wieder ein Lager hier hinten. Baue ein Lager hier. Dann kann ich es nicht notfalls auf 3 noch erweitern. Zack. Zack. Und setzt es dann so, sag alles bauen. Dann brauchen wir wieder Versorgung natürlich. Mach dann hier wieder Anschlüsse dran. Und hab dann rein theoretisch meine Silikonfabrik nach hier unten gesetzt, ne? Das Ganze wandert ja eher jetzt gerade. Silikonanlage. Lustigerweise kommt es, ne, jetzt kommt es langsam nicht mehr. Langsam wird's stressig auch für das Gerät. Research complete. In welche Richtung geht jetzt gerade noch was? Eisen geht nach oben, dann kommt hier Eisen hin. Warum mache ich das so? Weil es einfach schlau ist, glaube ich. Achso, ihr braucht hier noch natürlich die Info, dass ihr über Silizium arbeiten sollt. Aber ihr seht, was ich meine, oder? Diese komplette Anlage ist jetzt useless. Weil ich eine andere habe. Wir haben jetzt überall Zwischenlager und alles. Der baut Concrete und wenn ich jetzt nicht irre, sind wir schon wieder bei 105. Wasting Science Point schon wieder. Oh, das geht aber gerade voll. Aber wir machen wieder Fundamentals. Ich hätte gern Flugkontrollzone. Upgrades für die Maschinen. Bei Soziales hätte ich gerne mal die Upgrades. Gut. Wahrscheinlich selbst hier stehen wir jetzt. Von der Masse ein bisschen. Jetzt habe ich doch 20.000, kann ich mir sogar leisten. Jetzt hole ich mir das Upgrade hier und dann sollte es auch wieder besser laufen. Na guck, jetzt wird das Lager ja auch langsam voll laufen. Achso, dich habe ich auch noch nicht. Ah, fuck, falsches Lager. Sorry. Falsches Lagergebäude. You can't build here. So, und ihr Silizium ran. Dann können wir das Lager hier oben abreißen. Aber das wird auch jetzt so schnell wieder voll laufen. Also wir haben jetzt eine sehr extreme Produktion, würde ich sagen. Die Frage ist, ob wir Eisen separiert lassen und das hier alles mal so, wie es ist, gerade lassen. Was wir zum Beispiel haben, ist natürlich jetzt hier seltene Erden und alles, das haben wir separiert. Aber ist ja auch gut so. Damit haben wir natürlich jetzt eine extrem gute Produktion. Das ist natürlich wieder Silizium. Also ja, okay. Ich habe hier unten sehr viel auf Silizium gesetzt. Das ist natürlich dann ein bisschen heftiger. Was mich immer noch frage, kann ich das Ding da oben verbessern, damit ich mehr Eisen kriege? Und kann ich hier sozusagen sagen, hey, ich nehme einen Extraktor.
Nee, das ist echt nicht so einfach hier. Nee, bleibt so wie es. Das bleibt wie es ist. So, alles bauen. Houston, we have a problem. Ja, sehe ich auch so. Schlacke kommt hier extrem wenig nach, lustigerweise. So, jetzt müssen sie das ganze Silikon, was hier noch liegt, umräumen. Ah, das ist Eisen. Ressourcen senden. Senden. No Connection. Ah ja, stimmt, ich hab den hier oben neu gemacht. Warte mal. Der braucht wieder eine Connection. Idle Rover. Ein kleiner Frachtrover, der die Weite des Monden ausgesetzt wurde. Da brauche ich 30 Titanen. Das könnte ich sogar fertig machen, hätte ich ein Expeditionszentrum. Aber wait, das müsste ich doch mittlerweile bauen können, oder? Wenn ich es finde, wo ist denn das immer? Wo ist denn das? Expedition nur Oberfläche, also Tab. Habe ich davon allem genug? Schaut auf jeden Fall gut aus. Der scheint unterwegs zu sein, oder? Yes. Dann haben wir den Vertrag abgeschlossen. Was jetzt das erste machen? Hier ist ganz simpel. Wir schicken hier nach hier und tun den Eisenausgang. Da dran stecken. Dann läuft nicht das Eisen schon mal ab. Und das ist gleich gar nicht schlecht. Ich kann dich noch nicht upgraden, ne? Erstaunlicherweise ist das Lager hier relativ leer. Das ist sehr, sehr spannend. So. Not enough port. Da haben wir schon wieder einen neuen Contract. Schauen wir mal, was wir jetzt wollen. Ihr sicher? Was ist das? Wir machen Ressourcen senden. Ich will schauen, was wir damit machen, ob wir damit am Ende was rauskriegen. Senden. Jetzt 170.000. Wir werden jetzt selber vom Markt mal kaufen müssen. Unsere Mikrochips fürs Erste. Alter, sind die teuer. Die müssen wir bald selbst produzieren. Kaufen. Dann kann ich heute den Drop deployen. Eieiei. Aber wir haben was auf Lager. Das ist wichtig. Der Rover ist auch schon wieder idle. Lage hier kann ich Nanoröhren abholen und Voraussetzungen sind zwei Roboter. Hier sind so viele Staging Points, holy shit. Der will Kraftstoff, auch Kraftstoff. Die wollen extrem viel. Schau, was hier auf dem... Ach so, ja, weil ich das Ding gebaut habe. Ne, jetzt sehe ich alles. Holy shit. Was ist mit dem los? Fahr doch tanken, Mensch. So,
Also, wie schaut es mit dem aus? Könnt ihr dem vielleicht ein bisschen Prio geben? Leute, Prio! Warum geht der nicht laden? Geht auf... Was machst du? Geht Ressourcenbewegung. Warum lädt der sich nicht? Dieser Idiot. Laden. Ey, ich hoffe es doch für dich, dass du jetzt mal laden gehst. Heieiei, das ist ein schlaues Ding. So, schauen wir mal. Kohlefaserfabrik ist gleich jetzt eine sehr spannende Sache für uns. Und die erweiterte Handelslizenz zum eh schon erforschen. Microfacture und das Upgrade fürs Multi-Regolith brauchen wir auf jeden Fall auch. Auf jeden Fall brauchen wir das, weil ansonsten geht es hier ja ganz schief. Jetzt laden wir aber erstmal das voll, weil da können sie eh die Sachen vom Boden nehmen. Wenn sie es nehmen würden und nicht das Lager ganz hinten, weil da am Boden liegt ja auch noch sehr viel. 300 und so. Aber hey. Wenn sie meinen, sie müssen das nehmen, wir kriegen davon 100.000. Ja, das sollte dann passen. Dann machen wir noch gut Plus mit. Solange wir im Positiven sind, bin ich happy. Davon bräuchten wir mal mehrere Roboter. Das könnte für uns auch eine sehr gute Sache werden. Ihr seid irgendwie jetzt gerade sehr outdated, ne? Ich baue mal eine Anlage ab, weil ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht. So. So, dann hier ein bisschen Abstand oben. Da können wir dann natürlich noch Production hinbauen und alles drum und dran. Das ist natürlich ein sehr interessanter Tausch jetzt hier zum Beispiel von Titan und alles. Das ganze Ding ist natürlich jetzt flach gelegt. Aber es wird schon wieder. Das Lager, das muss jetzt mal voll werden. Dafür, das, weil das ist ja sozusagen das, was uns jetzt Kohle bringt. So, jetzt haben wir hier 200. Zack, jetzt hat, geht der Rest voll. Jetzt nehmen sie sich schon teilweise hier die Sachen. Schick. Und fertig. Dann kann der jetzt abdüsen. Ja, 188 schon wieder. New Contract Available. 145,70. Das habe ich noch nicht mal, das Zeug. Aber da gibt es uns jetzt für 200.000. Was ist das? Nanoröhren und Titanplatten. Da habe ich 129. Da habe ich auch nicht so viel. Aber wenn das Expeditionsgebäude fertig ist, dann sollten wir da Stück für Stück vorankommen. Aber das steht jetzt dann auch gleich hier. Schau es dir an. So. Bedeutet, wenn ich jetzt mir das überhaupt noch leisten kann, kann ich jetzt hier auf die Karte gehen und werden hier das hier mal in Planung gehabt. Expedition einrichten. Ich will meinen Frachtwagen nehmen. Ich hätte gerne... Ja, das, nee, das passt schon. Das ist richtig ausgewählt. Ich sage, ich nehme all euch. Und ich brauche 8 davon. Das habe ich alles. Dann sage ich jetzt Fahrzeug senden. Bedeutet, er fährt jetzt darüber zum Laden. Brauchen die noch Strom? Immer schön gerade ausbauen. So. Director, I congratulate you. Our lunar production is so popular that companies are willing to approach us directly, bypassing the common tender system. Okay. Das ist natürlich schon spannend, wenn wir sozusagen vorneweg jetzt interessiert werden. Certainly this is great news. And by fulfilling urgent contracts, we will receive increased rewards and earn an excellent reputation. Ja. However, companies will expect us to be supplied in remarkably short time. If we can't meet their expectations or if we frequently reject their requests, they'll think twice next time before contacting us. I strongly encourage you to take urgent contracts to a higher level, because the entire business reputation of our company depends on them. Schön. Wenn ich es nicht erfüllen kann, kann ich es nicht erfüllen. Versteht ihr das? Sprechen Sie Deutsch oder so? Ah, die sind schon wieder schlau. Mensch, was habe ich denn da für Hyopais im Team? Research complete. Research complete zur Forschung.
Das Upgrade hätte ich gerne vielleicht ein bisschen höher. Das finde ich spannender. So, er ist jetzt also unterwegs. Und macht die Mission. Super. Boah, ich muss nur noch gucken, weil sowas habe ich noch nicht. Aber das ist in der Forschungslinie. Mit der neuen Produktion sind wir natürlich sehr gut dabei. Der ist halt mittlerweile fast voll. Vielleicht kann ich aber auch upgraden, ne? Das sollte jetzt auch die Produktion dann um einiges erhöhen nochmal. Da habe ich gar keine Sorgen. Hier auch nicht, weil ich glaube, der wartet eher auf das Zeug hier. Aber Eisen bewegt sich, das finde ich super. Kann ich dich rein natürlich auch mal pausieren? So, dann schalte ich dich mal aus. Vielleicht reicht es auch, wenn wir der andere Teil dich so polite fürs Erste. Aber wir scheinen ja immer noch hoch zu gehen aktuell. Durchschnittliche Effizienz und Effizienz. Wir sind immer sehr gut dabei. Aluminium haben wir am wenigsten Umsatz, am meisten Silizium. Aber irgendwie ist es klar, dass Silizium bei uns sehr weit oben immer ist. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben wieder viel geschafft. Wir haben einen riesigen Umbau gemacht. Und wir haben endlich die Missionsstation gebaut, mit der wir in Zukunft in die Ferne schauen können. Und schauen können, wohin unsere Reise geht und was wir noch alles in der Tiefen der Weiten vom Mond finden können. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann.